Der zweite Teil von eurer Geschichte, von eurer peinlichen oder gruseligen Geschichten. Und ja, warum gehe ich hierher? Ich versuche jetzt ein paar Rennen zu machen. Ich habe sie zwar für heute schon im Auge. Wo ist er? Ja, wo ist dieses kleine Männchen? Ach, egal. Ja. Ich fange jetzt erstmal mit das von Nugget an. Also ja, Nugget hat jetzt noch einen gepostet. Das finde ich nämlich recht gut. Also ich glaube, es sind ungefähr ein paar gekommen. Also, ja. Warum? Hä, buggt das bei mir irgendwie? Oder warum sind die Dinger nicht hier? Ich wollte eigentlich diese Winterrennen machen. Aber egal. Okay. Von Nugget. Noch eine kleine Story. Ich war morgens mit meiner besten Freundin. Die wohnt auf einem alten Bauernhof und die haben da auch einen Heuboden. So, wir wollten alles vom Heuboden holen und es ist stockdunkel. So, wir gehen die Treppe hoch und manche machen die Tür auf und irgendwas huscht hinter den Heuboden und wir rennen wieder runter ins Haus und verstecken uns in ihren Schrank, da wir allein zu Hause waren. Okay, also, das ist schon irgendwie creepy. Das war auch einfach so irgendwas vorbeigerannt ist. Aber es könnte sein, dass das eine Maus war oder so. Aber ich hab schreckliche Angst vor Mäusen. Ich habe irgendwie Angst vor denen. Aber ja, ich hätte totale Angst gehabt. Ah, ja, wie gesagt, ich knall alles rein. Ja, ich gucke. Suchen ist er nicht. Okay. Es gibt keine anderen, oder? Ich glaube, es sind nur zwei gekommen. Auf jeden Fall ist einer noch von WhatsApp gekommen. Von Cat. Ich habe das sogar gesternt. Ich muss es ganz kurz suchen. Ich habe das nicht alles so gut vorbereitet. I'm sorry. Okay, das von Cat ist einfach richtig lang. Ich hoffe, ich kriege das hin. Wenn nicht, sorry. Okay, gehen wir mal. Also, es war halt am Anfang vom Schuljahr. Wir haben ha halt gerade Mathe. Irgendwann ging dann der Feueralarm los und wir sind halt in einer Reihe auf den Schulhof gelaufen. Und sorry, ich kann nicht so gut lesen und gleichzeitig ein Rennen machen. Mir und meinen Freunden war halt klar, dass es sich um eine Übung handelt. Handelt, da es ja meistens am Anfang von Schuljahr stattfindet. Aber dann unsere Lehrerin einen Anruf bekommen. Ah, warte. Einen Anruf bekommen. Wo ist es? Dass sie schnell kommen. Oh mein Gott, ich kann das nicht. Dass sie schnell kommen soll. Kurzer Fakt: Unsere Lehrerin ist die Leiterin von den Schulsanitätern. Dann hat eine Freundin von mir gesagt, wenn wirklich etwas ist und sich jemand verletzt hat, dann erstmal Panik auf der Titanic. Das mache ich immer, diesen Spruch. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, dass es bestimmt nur eine Übung war und vielleicht jemand eine Panikattacke bekommen hat oder so. Könnte ja sein können. Hätte ja sein können. Und dann haben mich alle angeguckt und irgendwann waren wir halt die letzte Klasse auf dem Schulhof standen, weil unsere Lehrerin immer noch nicht da war. Andere Lehrer haben dann gefragt, wo unsere Lehrerin ist. Wir haben halt dann hat gesagt, sie ist weg ist und ja, war zum Glück letztlich wirklich alles nur eine Übung. Okay, das war jetzt ziemlich lang, Kat. Danke, dass du da die Zeit genommen hast, um das zu schreiben. Und also ja, bei uns ist auch mal eine Übung, war so die Lehrerin einfach euch alleine gelassen. Oha. Ich habe dieses Rennen eindeutig verkackt, diese Zeit an. Oh mein Gott. Ja, sind gerade auch nicht so aktiv. Die sind unaktiv, inaktiv. Aber egal. Ich glaube, die waren vorhin online. Ich war nicht dabei, weil ich bin halt einkaufen gegangen. Ja. Ja. Also einfach alleine gelassen, das geht ja nicht von einer Lehrerin, das hätte ich nicht erwartet. Also ja,
Also, wenn ihr wollt, können wir auch ein Part 3 machen. Falls ihr noch irgendwelche Geschichten habt, könnt ihr es auch gerne reinschreiben, dass es reicht. Ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Ciao.